Schönen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die, direkt bei der Nachthorde. Und ja, es geht gleich los. Und zack. Immer gleich schön alles zumachen. Ich bin bereit, mehr oder weniger. Ich habe noch ein paar Spikes gesetzt, aber wie gesagt, so kurz vor der Horde habe ich dann auch nichts mehr gebacken gekriegt. Weil ich so gut vorbereitet bin. So. Mal kurz alles nachladen. Wir sind soweit bereit. So, dann schauen wir mal. Obwohl, hier können wir nicht offen lassen. Auf jeden Fall, dass ich noch schnell reinhopsen muss. So, von wo kommen sie? Das ist jetzt eigentlich die primäre Frage. Wahrscheinlich kommen sie heute von da. Weil wir dort eigentlich... Ja, siehst du, was sag ich? Wir kommen von da. Ja, genau da, wo wir natürlich keinen Strom haben. Da, wo die Verteidigung ein bisschen schwächer ist als an den anderen Ecken. So, mal gucken. Mal kurz. So, erstmal gucken, ob wir hier irgendwelche Spucker haben. Diese sind mir eigentlich nur mit am wichtigsten. Dass wir die möglichst zügig ausgeschaltet kriegen. Die anderen werden sich wahrscheinlich an den Spikes aufreißen, aber... Ja, guck mal, genau da, weißt du, genau da, wo auch noch nicht so viel aufgerüstet ist. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Und dann... So. Momentan sehe ich tatsächlich noch nicht genug Zombies, also... Oder kommen die von allen Seiten? Mö. Na, vielleicht sollen wir mal den einen oder anderen Molly nochmal rüberwerfen. Zack, zack. Das schmeißen wir auch mal weg. Wo sind die ganzen Zombies denn, sag mal? Sonst kommen da eine ganze, ganz fette Wellen und hier... Ich meine, ich will mich nicht beklagen, so ist es nicht, aber man rechnet ja doch erstmal mit der ultimativen Horde hier. Wo sind die alle hier? So. Oh, die kriegen auch noch ein bisschen Feuer ab. Auch nicht schlecht. Molly ist an ihm abgeprallt. Auch nicht schlecht. So. Es ist momentan relativ entspannt. So. Verhältnismäßig. Ich will es jetzt nicht beschreien. Ja, schön. Schon gar nicht schlecht aus. Kriege ich natürlich nicht von hier. Ah, guck mal, da kommt doch schon mal ein Feraler. Das, ah, nee, doch nicht. Sah gerade so aus, als wenn das ein Feraler ist. Also ein ehemaliger Feraler. Oh, wie gesagt, es ist momentan relativ ruhig. Krebelt auch noch einer rum. Oh,
Ey, wo schießt er denn hin? Warte mal. Geht doch. Sehr schön. Immer schön Schaden, die Baggerluden. Wie gesagt, auch noch nicht mal Spucker oder sowas. Aber wie gesagt, ich werde es auch nicht beschreien. Nicht, dass ich hier in der Mecke, wo es gibt einen Spucker, da kommt eine ganze Lawine an und Spuckern an. Das muss ich auch nicht haben. Ah, die müssen wir auch nochmal unbedingt nochmal mit Munition füllen. Ich glaube, das würde sich schon ganz nett ansehen lassen, wenn die mit Munition gefüllt sind und dann werden die schon weggerotzt da. Oh, guck mal, siehst du, und da kommt doch wenigstens kein Spucker. Aber zumindest. Zumindest kommt da ein Radioaktiver. Den wir auch mal gleich gelegt haben. Also, natürlich vorsichtig sein. Wenn der schon da ist, dann kann es natürlich auch sein, dass wir noch mehr Besuch kriegen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Das sieht auch schon mal gut aus. Ups. Die liegen immer noch hin auf der Ecke. Immer von hinten kommen sie auch ganz gerne. Also hinten aus dieser Richtung. Nordöstliche Ecke. Oh, beziehungsweise ein bisschen von hinten, ja. Aber trotzdem ist es relativ verhalten angegriffen. Sehr schön. Und wieder Level up. Zeigt mir euer Köpfchen. Oh, ich liebe die Sniper so sehr. Kannst du schön gezielt, kannst du den schönen Kopf rotzen. Zack. Die wollen wir auch mal ein bisschen. So, wunderbar. Yeah.
Fertigkeit Gewehre 29. Ups. Ja, 77 Schuss. Also wir müssen auch mal wieder nach der Horde wieder mal dafür sorgen, dass wir genug 762er Munition kriegen. Und nach Möglichkeit vielleicht auch mal das eine oder andere an Waffen da. Dann kommt. Oh, dann kommt Spucker. Da kommt Spucker! Da kommt jetzt ein Spucker. Zwei Spucker sogar. Mist. Wenigstens ist der kaputt, aber die haben sich auch da schön. Ja, guck mal, aber wenigstens halten die Pillars. Das ist schon mal recht wichtig. Also schon mit der ersten Ausbaustufe für Beton. Da können wir wenigstens schon mal die Explosion schon mal blocken. Da kommt der nächste. Achso, ne, das war ein Feral. Da stehen wir auf. Oder bleibt gleich liegen, das können wir auch machen. Ja, es ist immer so munitionsintensiv alles. So, mal kurz gucken. Sieht nicht danach aus, dass wir noch weitere Spucker kommen, zumindest momentan nicht. Jetzt sollten wir erstmal die Pistolenmunition erstmal nutzen. Wie? Nein, Feralen hatten wir schon. Aber keine normalen Feralen. Was? Schon wieder leer alles? Unglaublich. Brennt schön. So, der ist sie. Die. Ah. Auch hin. Ja, also ich sag mal so 150, 200 Schuss. Allein für die Sniper, die brauchen wir dann schon. Von der Horde. Inklusive der ganzen Fehlschüsse. So, schaut's aus. Ja, guck mal, sie brechen sich doch relativ schnell schon die Beine. Sag ja, wenn wir da vielleicht mal die Spikes ein bisschen besser aufrüsten oder generell mal aufrüsten. Also ich glaube, dann könnten wir tatsächlich den Großteil der Horde tatsächlich schon mit den Spikes abfangen.
Oh, jetzt wird langsam knapp. Einundzwanzig Schuss. Ja, sauber. Nicht sauber gezielt, aber sauber getroffen. Ach, Mist. So. Jetzt noch keine Spucker wieder zu sehen. Sehr schön. Also wie gesagt, die mit den Metallspikes da, die Metallspikes, die helfen schon ganz gut. Das Ganze jetzt nochmal als Stahl. Vielleicht sollten wir das auch mal so machen, dass wir zumindest einen Ring mit, also zum Beispiel den Spike-Ring hier zum Beispiel, dass wir den komplett mit Stahl aufrüsten. Also die erste richtige Verteidigungslinie, wenn man so will. Das tut euch weh, ne? Das sieht halt auch. 13 Schuss noch. Ja, noch eine Viertelstunde. So, dann auch. Ausgegurgelt. Oh, da kommt noch ein Spucker. Da kam schön in die Schnauze. Ah, Mist. Nein, ausgerechnet da explodiert er natürlich, dumme Sau. Aber wenigstens hat er nicht zu viel kaputt gemacht, oder? Ne, das sieht nicht danach aus. Ich glaube noch moderat. Ah, wir haben es überstanden. Dafür, dass wir uns im einen Tag vertan haben, haben wir es dann doch ganz gut wieder runtergespielt. Boah. Also noch ein paar Restanten hier unten. Boah, mal gucken. Da kommt ja nichts mehr, ne? Kommt da hin noch was? Da flackert er noch was. Ja. Gut, dann lass uns mal runtergehen, dass wir gleich mal mit aufräumen. So. Haben wir auch das überstanden. Guck mal, da sind sogar noch ein paar im inneren Kreis. Ja, da können wir sie nochmal schön durch die Spikes locken. Na, komm mal ran. Ah, die kommen aber auch satt durch, ne? Also das... Die kommen da wirklich satt durch, die Kameraden. Das ist auch noch... Die kommen da satt durch. Die krebeln mal hier eben längs. Ja, natürlich dann auch relativ zügig, aber trotzdem, sie kommen durch. Genau das ist das, was ich eigentlich nie will. Genau das soll eigentlich meine Verteidigung verhindern. Dass sie so dermaßen an den Spikes hier aufreiben, dass die eigentlich schon auf dem Weg zu mir krepieren. Ich meine, das machen die meisten auch davon ab. Aber es soll noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr von allem. So, komm an. Mal wenigstens ohne größere Zwischenfälle und auch die Spucker haben nicht so viel Schaden angerichtet. Also nicht so viel Schaden, so wie die letzten, die mal da waren, diese komischen. Die haben mal richtig Schaden gemacht. Die haben richtig viel kaputt gemacht. So, dann können wir die eigentlich mal gleich wegschnibbeln. Gleich mal hingucken gehen, weil da hatten sie, glaube ich, sowieso am meisten angegriffen und da hat sich auch einer in die Luft gesprengt. Das war nicht so prall. So.
So, hier geht das so einigermaßen. Das mit dem Strom, das müssen wir auch nochmal überarbeiten. Das gefällt mir so noch nicht. Und funktioniert ja eh noch nicht. Also von daher ist es... Vielleicht sollten wir auf jeden Fall hier vor noch welche setzen. Also hier Spikes noch vor. So, hier vorne hat er sich in die Luft gesprengt. Hier war wirklich der Hauptangriffspunkt. Achso, das war Holz, alles klar. Das war Holz. Ah, gut. Zwar ordentlich Schaden, aber nichts, was wir nicht mal eben auch reparieren können. Kommt da noch was? Das ist sonst die guten Morgen, oder? Ah, hier eigentlich. Zack, zack. Das kann alles mal wieder weg. Das kann man da wieder hin. So. Ja, genau. Schieß mal mit dem Bolzen drauf. So. Okay, hier war alles gut. Sehr schön. Ja, hier sind natürlich noch ein paar Zinken dran. Da sind noch ein paar Zinken. Ah, das Problem ist jetzt mal, wie komme ich da wieder hin, so ganz zärtlich. Das gefällt mir alles noch nicht. Ist ja auch noch nicht fertig davon ab, aber trotzdem, das ist eine Quest. Ja, eine Quest, nicht ein Schatz. Kommen wir da ran. Okay. Kann ich hier drauf stehen? Nee, ich wollte schon sagen. Dann werden die relativ nutzlos, die Dinger. So. Können wir hier noch irgendwas irgendwie wegschmeißen? Irgendwas, was wir jetzt nicht zwingend brauchen? Eigentlich brauchen wir alles so ein bisschen. Mehr oder weniger. Na, vielleicht haben wir ein paar Sachen, die wir stacken können. Na, das natürlich nicht. Können wir aber schon mal wegschnibbeln. Vielleicht kommen wir hier ja mal rüber. Aber das war eben das Problem. Von unten drüben, das war nicht so ganz machbar. Irgendwie müssen wir uns da hier auch noch mal was einfallen lassen, dass wir hier auch mal ein bisschen besser arbeiten können. Na, vielleicht mal... Na, weiß ich, noch eine Brücke, aber das ist ja auch... Das macht ja auch wenig Sinn. Da kommen wir so auch nicht runter. Okay, machen wir das anders. Schwupps. So. Wir müssen sowieso erstmal entmüllen. So. Schätze. Da können wir gleich die mit reinschmeißen. Waffen. Zack. Waffe. Mollys hatte ich eigentlich, Mollys hier eigentlich auch als Waffe. Nee, als Munition hatte ich die, ne? Ja, können wir runter, Munition, ist eigentlich wurscht. Tja, gut, Shotgun Shells hätten wir jetzt noch gehabt. Auch jetzt nicht so brüllen viel. Also auch da, Schwarzpulver haben wir jetzt zum Glück erstmal ein bisschen. Also wir müssen erstmal sehen, dass wir jetzt wieder mal irgendwie an Blei kommen. Dass wir Blei einschmelzen können, Munition daraus herstellen können. Hülsen ist momentan nicht das Problem, Schießpulver ist momentan nicht das Problem, aber wie gesagt, Blei ist das Problem. Blei ist das massive Problem. Und die Spikes müssen wir auch nochmal neu setzen. Naja, gut. Gut, wir haben die Haut überlebt.
eigentlich besser und eigentlich auch mit ein bisschen weniger Besuch, als ich so gedacht habe. Gut, mir soll es recht sein. Ich komme damit sehr gut klar, weil jetzt haben wir jetzt erstmal wieder sieben Tage Ruhe. Wir können in der Zwischenzeit wieder mal ein bisschen aufräumen, wir können ein bisschen reparieren, wir können wieder ausbauen und so weiter und so fort. Das werden wir auch machen. Wir müssen allerdings, und das müssen wir wirklich, wir müssen wieder an Blei kommen, weil wir haben ja nichts an Munition. Und das, was wir noch Munition haben, das reicht eigentlich gerade mal so für eine etwas stärkere Schreierhorde. Mehr eigentlich auch nicht. Also wir haben gerade mal eben noch die Shotgun-Shells, die 33 Schuss. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie an Blei kommen. Und ja, gut. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern. Ich werde noch ein bisschen aufräumen, ich werde noch ein bisschen aussortieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die, wenn wir wieder mal auf die Suche gehen, wie immer. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.